Yo! Moin Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde. So, ich habe schon mal mich nachher draußen gemacht und versuche jetzt mal die Zinnen hier zu ziehen. Das wird nicht perfekt aufgehen, das habe ich schon mal ausprobiert gehabt. Genau hier, deswegen machen wir das so, ja? Dann machen wir eben solche Ecken hier hin. Und jetzt wird sozusagen erstmal alles abgezinnt. Dann bekommt das, so wie ich das sehe, ein wesentlich besseres Feeling für eine, ja, für eine richtige Mauer, für einen richtigen Wall. Und das finde ich schön. Deswegen muss das so funktionieren. Hier. Ihr seht, es hat schon mal funktioniert. Oh. Hüp. Au. Ja klar, hier wird noch was weggerissen. Gar keine Sorge, das muss ja noch alles weg. Da müssen wir auch noch dran arbeiten. Ich habe ja bei der letzten Mal gesagt, dass ich doch eine etwas längere Aufnahme machen werde. Das wird leider nicht so sein, denn ich bin mal wieder etwas voraus in meinem Aufnahmerausch hier. Ja, es ist jetzt Zeit vergangen, natürlich ist es ist Zeit ins Land gestrichen und nun bemerkt man auch, ach nee, das ist gerade die falsche Musik für solche sehr stimmungsvollen Angaben oder Ansagen, eher gesagt. Nee, ist einfach so, dass, ja, ist jetzt wieder so ein bisschen Zeit vergangen. Hab ja einiges vorproduziert, muss man ja echt sagen. Wir müssen jetzt bei irgendwas um die Folge. Lasst mich mal überlegen. Also irgendwie bin ich gerade etwas unkonzentriert hier. Nein, es passt nicht. Nein, nein. Ich wusste es doch. Dämlich. Ja, dämlich. Jetzt habe ich genau das Falsche zugemacht. Was mir gerade auffällt. Ich wollte hier hoch, genau. Hier um so ein Ding hinbauen. So. Ne, dann machen wir das nämlich auch gerade dabei. Das habe ich, glaube ich, gerade bei dem anderen vergessen. Egal. Gut, dann machen wir jetzt mal, genau. Also hier wird jetzt überall erstmal Zinne gemacht, also die ganzen Zinnen, einmal rundrum. Ich hoffe, dafür sollten, also da, ich hoffe mal, wir haben dafür genug Cobblestone. Ich denke mal, dem ist so. Ich kann da allerdings nichts versprechen. Ja, Übersteuerung, na, gar nicht so eine schlimme Übersteuerung. Heute ist nämlich mal wieder ein anderes Mikro dran. Muss man auch mal so sehen. Ja, und sehen muss ich auch erstmal, dass ich wieder richtig entsprechend reinkomme hier bei Minecraft, weil ist ja sonst immer etwas unterbrochener das Reden. Aber hier in Minecraft ist es ja immer was ganz anderes mit der Aufnahmerei. Mensch, was ist denn heute los hier? Ich kriege keine vernünftige Frequenz auf der Reihe. Na, Frequenz hat man ja schon mal von geredet. So ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen physikalisch gesehen, ne? Oh, ja. Jetzt war ich gerade in einer guten Frequenz drin, weil ich wahrscheinlich auch nicht geredet habe. Aber das kann ich ja nicht machen. Ich muss euch ja weiter unterhalten. Und euch mit meiner Stimme quälen. Ja. Was war das denn? Was war das denn? Och, sind ja fast durch. Naja. Also, es gibt ja auch noch den Burggraben, der gemacht werden soll. Und der dürfte eigentlich auch ganz gut werden an sich. Ha, ha! Genau, und dann können wir auch gerade hier hochgehen. Scheinbar reicht es aber mit den Cobblestones. Das ist schon mal sehr schön. Denn das wäre jetzt meine eigentlich meine einzige Sorge sogar gewesen, dass mir der Cobblestone wieder ausgeht. Aber so wie das ausschaut, geht jetzt knapp. Nee, so wie es ausschaut, wird's. Lade den Chunk. Ja, es wird echt knapp. Apropos böses Handy, ja. Ich hab's nämlich klopfen gehört. Mein Handy klopft. So. Ja. Nee, was mir mal wieder. Was mir nach langer Zeit mal wieder in den Sinn gekommen ist. Wir hatten irgendwann mal hier, wirklich hier in der Umgebung, hatten wir mal gesucht, beziehungsweise waren wir mal im Untergrund, das heißt in Höhlen drinnen, ne? So, und irgendwo hier unten drinne, ich glaube sogar hier in dem Bereich, waren wir drinne und da gab es einen Minenschacht.
So, wir wollen jetzt, ne? Müssen wir mal schön gucken, wie das denn ausschaut bei den Minenschächten. Ob denn da Truhen wären, vielleicht auch mit Kartoffeln. Dann bräuchten wir nämlich erst gar keine lange Reise machen. Nein, wir bräuchten das. Dann bräuchten wir es echt nicht machen. Und ich finde, das ist ja wohl, das wäre wohl eine super Sache, oder? Finde schon. Ach man. So, der muss weg. Weil, ich meine, wär doch cool, oder nicht? So. Hoppa, hoppa. Das sollte eigentlich ganz... Also, ich meiner Meinung nach sollte das ganz cool sein, wenn wir hier Kartoffeln finden würden. Wir müssen halt dümmer schauen, wo genau war das und wie kommen wir da hin. Ich kann es halt in diesem Bereich hinten eingrenzen. Deswegen würde ich sagen, wir machen uns da hinten, da in dem Turm machen wir uns nach unten durch und schauen mal, ob es denn da irgendwas in der Richtung gäbe, ob man da sowas finden kann. Ich hoffe es mal. Ich bin mir aber nicht sicher bei der ganzen Geschichte. Deswegen müssen wir mal schauen. Was? Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Müssen wir mal schauen, ob es da was gibt. Ich muss mal gerade überlegen, wann... Boah, diese Folge. Wir sind jetzt eigentlich... So an sich... Schon recht nah an den Ferien. Also, relativ. Also, es ist noch so eine gewisse Zeit. Klar, es ist immer eine gewisse Zeit. Aber es könnte noch wesentlich länger sein, wenn ich mir das gerade mal überlege. Höchstens... Ja, wenn es hochkommt, vielleicht noch einen Monat oder so. Mehr ist es, glaube ich, gar nicht mehr. Habe ich so auch gerade nicht im Kopf, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich meine, wer hat schon immer perfekt im Kopf, wann genau Ferien sind? Okay, die Leute, die einen Timer haben, klar. Beziehungsweise die sich einen Timer stellen, das finde ich das Allergeilste. Wenn man dann permanent nachfragen kann, oh, Kollege, wie lange ist noch? Und dann kommt noch die Ansage, Moment, ich gucke mal gerade auf mein Mobilgerät. Ja, ich sage extra Mobilgerät, weil das wäre ja sonst... Product Placement. Und da immer schön Tageanzahl, Stundenanzahl, alles perfekt, aber wirklich bis zum Ende der dritten Stunde der Ferien. Wie es halt immer ist, ne? Man hat ja generell, also obwohl, ist es generell so? Ich weiß gar nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, ob das auch so gemacht wird, dass halt dann, wenn es Ferien gibt, dass nach der dritten Stunde Schluss ist, also dass dann halt erste, zweite, ganz normal, also normal kann man auch wieder in Anführungsstriche setzen, normaler Unterricht gemacht wird, also mit den halt nach normalem Stundenplan und dass dann in der dritten Stunde die Zeugnisse vergeben werden. Wäre mal interessant zu wissen, ob das wirklich überall so ist oder ob das dann nur, ja, in bestimmten Kreisen oder, also wirklich nur in bestimmten Schulen ist. Das wäre jetzt bei unserer Schule zum Beispiel, glaube ich, so, also... Ich weiß, dass es so ist, aber wäre mal interessant zu wissen, glaube ich. Ach komm, jetzt willst du mich aber verarschen mit der Verbauerei hier. So, das muss weg und das muss weg, ja. Und es reicht. Sehr schön. Darum sind welche drauf, so. Zinn. Erledigt. Hoppa. Aua. Genau. Und ich habe natürlich Werkzeug eingepackt. Genau, die Spitzhacke haben wir ja gesagt, machen wir kaputt, falls wir dann mal wieder ein bisschen mehr Cobblestone abbauen müssen. Was, glaube ich, gar nicht mehr so lange auf sich warten lässt. Wenn ich da mal ganz ehrlich bin. Apropos, ja, wir haben ja... Also, ich... Oh, Moment mal, wo habe ich jetzt meinen Zettel rumfliegen, wo ich alles draufgeschrieben habe? Der liegt hier, weil dann kann ich hier nämlich abhaken, immer was ich gemacht habe. Ach, jetzt wollte ich mich verarschen. Und, die Sonne, und der Mond geht unter, das heißt, der Tag fängt an. Wir haben wieder ein Problem. So, ja. Kaputter Stift bringt mir ja auch nichts, wenn ich hier was abhaken will. Zinn bei den Mauern. Hab ich gecheckt. Ist natürlich gerade ein schönes Bild mit dem Regen da. Da muss ich gerade mal mich für entschuldigen. Apropos, wo ist Stift? Wo ist Stift? Okay, ich nehme Kugelschreiber komplett frisch extra für LP. Und, check. Check mit blau Kugelschreiber bei ehemalig schwarz Kugelschreiber. Ihr wisst genau, was ich mache. Was ich hier mache. Einen Schluck trinken. Schlürfi. Bin heute gut gelaunt, deswegen rede ich auch viel.
Verlegenes Netherportal. Ich sag jetzt mal gerade, was alles noch alles vorliegt. Straßen aus Gravel, das wollte ich jetzt eigentlich gerade machen. Neue Felder. Ja, muss ich halt schauen, wenn ich Melonsamen habe ich ja. Aber ich will halt, dann muss ich halt, ich muss ja wirklich schauen, ja. Ich muss ja schauen, ob wir dann Kartoffeln bekommen. Und Vorbereitung des Hausbaumes. Wo mir aufgefallen ist, das könnte schwieriger werden, als ich dachte. Das könnte echt ganz schön schwierig werden. So, jetzt muss ich auch mal gerade schauen. Jetzt hier. Genau. Ich mache jetzt wirklich diese strikten Wege, wie ich sie einst, getan habe. Also dann, ich möchte die Wege wirklich jetzt strikt halten. Das heißt dann Zweierwege oder halt sowas, ne, sowas halt in der Art. Genau, dann kann das nämlich so bleiben. Ah ne, das hätte auch so bleiben können. Hoppala. So. Ich bereite das schon mal gerade vor, so ein bisschen, wie ich das so haben möchte. Und danach pflanze ich halt mal alles ein. Genau, und hier weiß ich jetzt eben noch nicht, was kommt hier hin. Hier kommen, so wie ich das sehe, noch Felder dran. Aber das heißt ja auch, dass wir hier hinten zwei haben müssen, ne? Soll ja dann auch generell alles ein bisschen bewohnt sein und all so ein Zeug. Das wird dann noch explizit, müssen wir das noch machen. Aber wir sind echt gut in der Zeit, ist mir aufgefallen. Wir haben ja, also wir sind jetzt, ich habe ja immer gesagt, boah, das wird knapp, bla 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 bla, weil ich das so ein bisschen schlecht eingeschätzt habe. Aber, was mich selbst sehr überrascht, wir sind ja echt recht schnell durchgekommen. Wir haben jetzt nicht mal 100 Folgen gebraucht, um hier alles so zu bauen, wie es jetzt ist. Haben wir nicht mal 100 Folgen für gebraucht und nicht mal 75 Folgen so an sich. Das ist cool. Das ist richtig cool. Genau. Und hier machen wir dann mal einen Überweg zur Hauptstraße. Diese Hauptstraße wird von einem bestimmten Punkt aus entlang gehen. Der Ring ist jetzt natürlich richtig blöde gerade, aber gut, hier geht jetzt nämlich sozusagen die Hauptstraße entlang. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich das dann mit Cobblestone nochmal so extra abgrenze, so als richtige Begrenzung. Muss ich halt wieder Cobblestone für sammeln, aber es sollte, denke ich mal, gar kein Problem sein. Genau, so, Dreierbreite haben wir ja überall, ne? Ist ja gar kein Problem. Dann ziehen wir das nämlich bis hinten zu unserem Haus durch. Oh, hoppala. Hoppala, das wollte ich aber nicht. Natürlich fehlt uns jetzt gerade unsere super geile, mega hammerkrasse Schaufel, aber die schonen wir jetzt erstmal ein bisschen, bis wir sie reparieren können und dann wird sie wieder vollkommen in Benutzung genommen für, und jetzt passt auf, ja, haltet euch fest, wir brauchen sie auch natürlich nochmal, und zwar für die Randung nochmal der Mauern, heißt, wie heißt das nochmal, was ich gerade sagen wollte? Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Burggraben. Oh. Burggraben, natürlich, der Burggraben, ja. Immer wichtig gewesen, der Burggraben. Bei Burgen schon immer gut gewesen, schon immer wichtig gewesen. So soll das sein. Ich habe wieder viel zu viel Erde bis jetzt eingesammelt. Das ist auch alles die Erde, die ich gepflanzt habe, glaube ich. Aber ich werde, glaube ich, nach der 200. Folge werde ich mal hier ein Vergleich dann auch reinziehen. Da mache ich wieder so einen Vergleich, aber diesmal nicht von mir, ja, von meiner Wenigkeit, wie ich es habe, weil ich 1000 Video gemacht habe. Ich komme darauf immer wieder gerne zurück, weil es mir auch im Gedächtnis bleibt, sondern von der Minecraft-Welt hier. Ich würde mich echt gern wissen, wie stark hat sich das jetzt echt verändert hier. Ich meine, ich weiß, es ist nicht gerade wenig gewesen, was sich hier verändert hat. Besonders jetzt nach diesem ganzen Umbau, nach diesem ganzen Bauerei hier, hat sich einiges verändert. Deswegen würde ich glatt behaupten, es ist schon eine riesige Veränderung, die hier stattgefunden hat. Und die möchte ich dann natürlich auch mit euch teilen und euch dann auch zeigen. Genau, nachdem wir jetzt hier die Straßen gemacht haben.